Hallo, hier Darksaber mit Star Wars Knights of the Republic Part 16. Kleine Veränderung, wie man sieht. Also, sieht man hoffentlich. Es ist jetzt auf Full HD geschaltet, also auf 1080. Ich habe auch einiges dafür verändern müssen, damit das. Und heute spinnt die Kamera ein bisschen rum. Ich muss mal kurz wieder was machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das geht schon jetzt die ganze Zeit mit der Cam so. Keine Ahnung. Ja, Full HD, wie gesagt. Dazu muss man eigentlich ein bestimmtes Programm runterladen. Namens. Ich habe den Namen vergessen. Namens Flawless White Screen. Glaube ich. Ja, so ungefähr. Ja, eigentlich ganz simpel. Man muss einfach nur das runterladen. Aktivieren und halt das entsprechende Spiel dazu ranschmeißen und das war's. Mehr muss man eigentlich nicht machen. Und ja, er hat es schon so gestartet gehabt, aber ich habe davor immer hin und her friemeln müssen beim Spiel selber. Ist es dann wieder ein bisschen komplizierter, bis man es halt richtig macht. Man muss, also das hat es manchmal auch ein bisschen verschoben. Aber ich habe jetzt, glaube ich, die alles richtig drinne. Es ist aber tatsächlich kaum kompliziert. So. Es ist schon ein recht großer Unterschied, muss man einfach sagen. Vorher sah halt wirklich alles ein bisschen so breit gezogen aus und jetzt sieht es halt alles. Allerdings muss ich sagen, jetzt kommt es mir persönlich eher so vor, als wenn es in die Höhe gezogen. Also, ja, vielleicht war das auch immer schon so gewesen und das kommt mir, jetzt nur so vor, aber ich habe keine Ahnung. Ich kann es auch nicht wirklich sagen, weil erstens lange her, wo ich das gespielt habe und da habe ich aber auch nie auf Full HD, also nicht auf Full HD, sowieso nicht, aber nie auf die höchste Skalierung geschaltet, sondern eher so auf. Also standardmäßig habe ich immer auf 1152 mal 768 gemacht oder auf 1440 mal 900. Aber das ist bei dem Spiel aber nicht gegeben damals gewesen. Und ansonsten habe ich halt meistens, und ich weiß nicht, ob es in der Zeit auch schon so war, nicht großartig drauf geachtet und habe die Originaleinstellungen gelassen und die wären halt hier 800 mal 600 gewesen. Also werde ich wahrscheinlich nie so eine Ansicht hier gehabt haben. Gut. Zur Sicherheit werde ich jetzt nur noch mal hier einen kurzen Cut setzen, um sicherzugehen, dass auch alles so klappt, wie es klappen soll. Bis gleich. Und ich habe jetzt einfach beschlossen, weil es halt jetzt hier so Hackmeck gemacht hat und hier ein großes Hin und Her war, vor allem erstmal mit der Cam, das war ja ein bisschen nervig jetzt. Und es kann sein, dass es heute wahrscheinlich gleich weiter so gehen wird. Ich hoffe es nicht, aber ich habe jetzt mir gesagt, also eigentlich wollte ich nur 3 Folgen machen, jetzt mache ich die 5 Folgen aber voll, egal wie spät es dann ist. Und es ist 11.23 Uhr. Es ist diesmal auch vormittags, weil ich will halt noch, ich will halt noch so, während es dann schon dunkel ist, dann auch schon einiges anschauen, bevor es Abend ist, damit ich abends auch was anderes machen kann. Und daher habe ich jetzt einfach mal die Aufnahmen nach vorne gezogen. Das heißt, ich mache das jetzt erstmal vormittags bis mittags und nicht von nachmittags zu Abend. Schauen wir mal, wie es jetzt funktioniert. Es läuft flüssig. Ich habe jetzt auch einfach nur geguckt, ob hier mit den Dialogen alles soweit stimmt. Also es scheint soweit in Ordnung zu sein. Beim ersten Teil würde mir wahrscheinlich sowieso nicht so viel auffallen, weil ich das ja nie zu Ende gespielt habe. So, also das Ding hier hat auf jeden Fall doppelte Folge als sonst, doppelte länger als sonst circa und ich hoffe, das ist in Ordnung, weil ich muss jetzt noch mit der Cam herummontieren und jetzt die ganze Erklärerei und da denke ich mir, so ein bisschen mehr Zeit kann ich geben und dann auch noch die volle Folgen Session, wie ich sie vorhatte, und statt kürzer und naja, das wird heute ein toller Tag. Okay,
Wir hatten hier mit ihm geredet gehabt. Wir wollten noch wegen dem Schmuggerzeug gucken, das weiß ich noch. Und ja, es ist gestern, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Traurig. Wir wollten uns aber bisher erstmal hier umschauen. Und ja. Und ich werde wahrscheinlich sehr oft abspeichern, um sicher zu gehen, dass auch der Ton stimmt. Ich werde auch. Und ich kann diesmal, glaube ich, nicht einfach raustappen. Das ist das Problem. Ich kann nicht raustappen und hier sagen, okay, ich hau mal meine Videos rüber. Ich muss also einen Dialog immer zu Ende bringen. Ich meine, ich kann es probieren, ob es funktioniert, aber wenn es nicht funktioniert, ja gut. Ich werde einfach mal gucken, wenn es mal soweit ist. Ansonsten muss ich dann halt immer einen Dialog zu Ende bringen, aber das ist ja, denke ich, so weniger das Problem. Okay, schauen wir uns um. Normale Tür, machen wir auf. Tada, was haben wir hier? Eine Sicherheitstür. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Das ist mir... Okay. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen umsonst, aber auf der anderen Seite Sicherheitstür. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Tjo, dann schauen wir mal, was dahinter ist. Dran! Mist! Unmöglich, verdammt! Kann er das vielleicht machen? Was war das denn? Was? Ich war kurz rausgetappt. Moment. Das kann aber jetzt natürlich auch daran liegen, dass ich halt dieses Programm im Hintergrund dran habe. Das muss im Hintergrund an sein. Sonst geht's nicht. Verdammt. Okay, er kann es auch nicht machen. Okay. Aber vielleicht können wir dann was? Später daran. Okay. Achso, warte mal. Kann ich? Nee, Abbruch. Ah, aber das geht natürlich auch. Und hier kann ich Pause drücken, richtig? Ja, okay. Brauchen wir aber nicht. Gut. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Müssen wir also gucken, ob wir vielleicht woanders noch weiterkommen. Das ist ja traurig. Da ist schon so eine Sicherheitstür. Da gucken wir noch nicht rein. Hier. Dran! Mist! Also ich werde natürlich jetzt auch erstmal gucken, wie das hier mit der Aufnahme funktioniert. Also ob das mit dem Programm einwandfrei funktioniert. Denn wenn natürlich das alles mehr so ein großes Problem ist, dann... nee, dann eher nicht. Plastikzylinder. Schallgranate, 4 Credits. Das ist aber nichts. Okay, schauen wir uns hier erstmal weiter um. Schön. Graf, du bist am Weg. So. Geheimer Weg, geheimer... Sagt auch was? Genau. Okay. Manaman Atota. Hakkiju krata bola shui tongatong. Jonkun no bunka mulera kunkile. Kunkile no ba. Watende chokolo ono no ku mulera. So die Hoffnung. Oh Gott. Sagen die jetzt alle was anderes? Der jetzt wenigstens kurz. Eine Runde Parsag. Schauen wir mal hier. Dran! Mist! Oder können wir einfach so. Okay. Habe ich auch schon gehabt. Dass man. Dass ich versucht habe, mit dem Kontroll durchzugehen und dann konnte ich einfach so durchgehen. Cool. So, ja, ich versuch's nochmal hier. Was ist denn hier eigentlich? Oder sind ja einfach auch nur Kisten? Okay, ich sind auch nur Kisten. So, hier, geht nicht. Okay, komm mal. Mist! Dazu muss ich, glaube ich, die Sicherheit hochsetzen, oder? Was so? Befehle. Noch so kurz gesehen, dafür. Was stärkt den See geschätzt, Thema oder. Die Zeit da wird irgendwann. Okay, das nicht. Achso, nee, das bauen wir erstmal auch nicht. Tarre
Ach so, okay. Bewusstsein. Sicherheit. Die Fähigkeit ist für die Zugriff auf elektronische Schließmaschinen erforderlich. Investiert einen Charakterpunkt in diese Fähigkeit, kann diese auf Türen und Behälter angewandt werden. Sicherheitssystem-Sonnen erhöhen die Erfolgschancen und werden bei Zugriff auf Türen oder Behälter automatisch angezeigt. Charaktere, die diese Fähigkeit keine. Charaktere, die dieser Fähigkeit keine Punkte zugewiesen haben, können sie auch nicht einsetzen. Okay, also muss ich die Sicherheit hochsetzen. Das ist gerade mal auf. Ah, okay. Dann werde ich mal darauf achten, dass ich Sicherheit hochsetze, weil ich will über durch. Entschuldigung, aber da will ich da rein. Ich bin zu neugierig. Okay, wir müssen zum Superbike-Mistzeug. Das heißt, wir müssen in die. Wie heißen die Vulka? Genau, in die Vulka-Basis eindringen. Ah ja, ist ja schön. In die Vulka-Basis müssen wir eindringen. In die Militärbasis. Achso, Moment. Das ist ja schön. Also wir müssen in die Vulka-Basis eindringen. Wir müssen in die Militärbasis von den Ziff eindringen. Also, wir müssen überall im Monktier eindringen. Könnte man Monktier auch jetzt falsch verstehen, aber das lassen wir jetzt mal so am Rande. So, schauen wir uns erstmal weiter um. Ich meine, können wir alles machen, aber wir haben Zeit. Und wir können auch ein Kopfgeld einstreichen, wenn wir wollen. Ich merke gerade, dass es nicht ganz so hundertprozentig flüssig läuft. Ich hoffe, es ist okay. Der hat uns noch nicht entdeckt, so sieht das jedenfalls aus. Giftgranate. Schallgranate, komm. Ich schaue erstmal, ob das klappt. Ah, das bringt doch wenigstens ein bisschen was. Ich würde sagen, ich greife den Typen dahinter. Hallo? Ich will ihn dahinter angreifen, nicht den da. Kann ich da irgendwie. Ich kann den anvisieren, aber nicht den dahinter. Warum? Die sind beide aber, glaube ich, ein bisschen lediert. Dann mache ich einfach den hinteren. Und ihn werde ich anweisen, den vorderen anzugreifen. Und den. Den wollen sie irgendwie nicht aktivieren. Warum auch immer? Okay, kann er den anderen anvisieren? Das wäre voll toll. Macht da jetzt ist es hier auch meine Cam. Warte mal, ich muss mal meine Camcards raushalten. Kann ich? Nein, ich kann nur den einen. Na gut. Vielleicht ergibt sich ja gleich die Option. Schauen wir mal. Ich bin hier. Okay, kann er jetzt den anderen anvisieren? Da ist noch einer, ich sehe ihn doch. Was? So. Wie? Was denn da? Was? Hast du denn? Oh, schießt der? Okay, schön. Hier, Überreste. Credits, hey, cool. Toter Twi'lek. Hier haben wir noch mehr Überreste. Yeah. 13, immerhin. Nicht noch mehr? Ich will mehr. Ach, da ist einer. Verstehe. Erstmal will ich wissen, was der tote Twi'lek hier hat. Der Behälter ist leer. Der Twi'lek ist nur noch ein Behälter. So. Okay, wir speichern mal nochmal. Okay. Okay. Dann, warte mal, wie ist denn hier? Warte mal, hier kann ich jetzt doch unsichtbar machen, oder? Dich nur mit Solo-Modus tarnen möchtest du. Ah, okay. Ich habe darauf gar nicht geachtet, der habt dich Idiot. Naja, was soll's. Gehen wir schon irgendwie hin. Okay, jetzt machen wir erstmal den nächsten. Alles klar. Ich habe. Oh, hier war.
der Traum in meiner Cam hört schon auf. Das heißt meine Ports. Okay, ich... Ey, dieses Cam, ne? Ich guck mal gleich, ob ich dann nach der Folge oder beziehungsweise nach der Hälfte der Folge einfach mal alle Ports umschalte, weil so geht das nicht. So geht mir das sehr auf den Nerv. Ja, ich muss aber erstmal die Cam wieder anschalten. Bis gleich. So. Ja, jetzt habe ich bestimmt wieder 2 Minuten damit nur noch verplimpert. Oh nein. Oh, ich hasse es. Dafür kann ich jetzt meine Maus im Moment nicht benutzen. Ich hasse sowas. Das liegt aber jetzt nur an der Oberfläche irgendwie. Moment. Ja, hier ist es wieder in Ordnung. Was soll das? Kann ich jetzt bitte... Oh, super. Ey. Also, wenn mich dann das verrückt spielt, dann spielt auch irgendwie die Überfläche zu verrückt und dann kann ich die Maus nicht richtig nutzen. Das ist echt... ätzend. Okay, warte mal, wir haben hier eine Giftgranate, eine Ionengranate. Ja, toll. Die will ich eigentlich noch nicht verwenden. Die kann man gegen schwere Gegner mal gerne nehmen. Und die Ionengranaten sind meines Erachtens gut für Druiden. Also für Mechaniker, die wir erledigen müssen. So. Ja. Noch braucht man die Schilder halt nicht. Ich will einfach nur wissen, wie viel du hast. Wie viel hast du gerade? Also normalerweise würde mir ja anzeigen, wie viel Leben der gerade hat. Ich glaube, das zeigt er mir auch so an. 44 von 44. Warum zeigt er mir das jetzt nicht mehr an? Ich glaube, das ist jetzt einfach, weil... Naja, das heißt momentan noch ein bisschen... Nö, das zeigt er mir an. Warum zeigt er mir das hier nicht an? Oder muss ich direkt über den... Nee. Naja. Gut. Ja, heute funktioniert das so alles einwandfrei. So. So, schauen wir mal. So, machen wir hier einfach mal... Ich will das trotzdem wissen. Hallo? Entschuldigung. Das will ich wissen. Ich will nicht jedes Mal hier erst hier raufklicken, um zu sehen, wie viel Leben jemand hat. Oder sieht man das? Kann sein, dass man das auch in dem Modus nicht sieht. Bilde ich mir jetzt einfach mal ein. Okay. Ich muss erstmal hier rüber gehen. Ja, natürlich. Alter. Ihm ist schon klar, dass ich hier gerade kämpfe. Super, okay. So, und du machst das so. Was? Ja, hier, komm. Was? Aha. So, dann werden wir ihn erstmal aufrüsten. Levelaufstieg. Fähigkeiten. Soll ich ihn für die Sicherheit einfach zusetzen? Weil ich weiß nicht. Na gut, er wird nicht jedes Mal dabei sein. Und es kostet auch ziemlich viel. Ich würde so sagen, das, was er hier hat, das werden wir einfach nach und nach hochsetzen. Aber machen wir einfach das hier hoch. Achso, nee, mehr geht ja nicht. Okay. Ja, wir haben es. Wir wissen es. Okay. Okay, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Aber das, erstmal mache ich das hier kurz zu Ende. Okay. Talente. Das ist einfach nur für 2-Waffen-Kampf, ne? Kämpfst du mit Doppelgänger oder mit 2 Waffen quasi eine pro Hand?
Senk dieses Talent den Akkusmann für beide Hände auf. Minus 5 für der Charakter in der Hand eine. Okay. Hier war mit diesem Teil haben wir einen Verlangriff pro Runde. Ja. Warte mal, das sind der Verlängerungswert des Charakters sowie der Angriffswert für alle Angriffe, die in diesem Raum. Okay, wir machen einfach mal das hier. So. Okay. Also damit. Voraussetzung. Dieses Talent verdoppelt bei Angriff mit Fernwaffen deine Chance auf einen kritischen Treffer. Beispiel, statt nur mit. Okay, lassen wir mal das Beispiel sein. Wenn du deinen Gegner triffst, ist dieser 6 Sekunden lang betört. Es sei denn, ihm gelingt ein Tapferkeit-Rettungswurf. Gleichzeitig sinkt der Verteidigungswert um 5 Punkte. Scharfschützenangriffe sind nur mit Fernwaffen möglich. Das versteht sich schon selbst. Annehmen. Jetzt müsste er theoretisch wieder volles Leben haben. Ja, ja, komm. Ja, jetzt hat er wieder volles Leben. Wir gehen aber wieder auf sie. Eine Splittergranate, hey, der genau das bauen wir doch. Und Reparaturkit, ja, das könnten wir auch gerne. Und er hat natürlich nichts. So, warte mal, kann ich jetzt hier rauf aufgreifen? Nein. Mag ich nicht. Mir persönlich, muss ich auch sagen, wären auch 1280 mal 27 auch mehr als genug gewesen. Ich weiß da nur nicht, ob das dann immer noch so gestopften Schach wie jetzt aussehen würde. Naja, mal schauen. Apartment Unterstadt. Ach, es gibt noch ein Apartment. Das war super. So, jetzt sind wir in der Hälfte der Folge angekommen, circa. Und ich schaue jetzt einfach mal, ob es geht, dass ich raustappen kann und die Videos nebenbei noch machen kann. Ansonsten muss ich halt das immer so machen, dass ich aus dem Spiel erst rausgehen muss. Ist ein bisschen umständlicher, aber hey, passt schon. Und ich werde die Ports umschalten. Definitiv, weil das nervt. Bis gleich. So, dann geht es weiter. Wir schauen uns jetzt erstmal die Apartments an. Und ja, mal sehen, was hier für Überraschungen sind. Der Wachturier ist diesmal aktiv. Ja, wie? Achso, so konnte ich zeitlich laufen. Aber hier ist ja niemand. Oh, dann gehen wir einfach so an, überall ran. Der Bell das. Hä? Waren wir hier schon? Ja, waren wir schon. Hä? Strange. Tatsache, hier waren wir schon. Habe ich gerade irgendwas verwechselt? Kann das sein? Nee, wir müssen erst hier. Strange. Ich guck nochmal. Ist der Stützpunkt da geheim? Weg? Stimmt, die war. Warte mal, das. Genau, das. Ah, okay, okay, das habe ich. Das habe ich dann einfach nur nicht gesehen. Und hier ist klar, okay. Da müssen wir hin, deswegen waren da jetzt auch die ganzen Wachen. Also, ich will erstmal. Moment. Also, hier war das. Okay, ich will aber erstmal in die andere Richtung. Oder habe ich da jetzt. Und das. Sorry, wenn ich ein bisschen durch bin. Es tut mir sehr leid. So, was haben wir hier? Aha, hier war auch jemand. Und wir haben auch direkt wieder eine Splittergranate. Let's go. Wo war man? Dann greife ich nicht den an. Kann ich das bitte. Nein! Nein. Okay. Früher konnte ich einfach hier so drauf drücken. Jetzt muss ich das Objekt direkt angehen. Aber ich würde gern den da. Na, okay, dann halt ich. So. Und dass ich hier dann nicht nach dem Leben schauen kann, finde ich ein bisschen doof.
Ah ja, mal schauen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich mit den 1080er so bleibe. Klar, es sieht natürlich viel cooler aus, muss man sagen. Okay. Ich finde es halt gerade cool, dass die halt über dem Boden ist, aber ich glaube, ist das vielleicht einfach nur nicht gut konzentriert hier? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Nö, das ist schon alles so richtig. Cool. Okay, kannst du jetzt den da. Dann wir sehen hier nicht an. Meine Güte. Okay, er ist aber, glaube ich, ein bisschen besser. Kann er? Nee, kann er nicht. Gut, dann machen wir halt so, dann ist er eigentlich direkt down. Bereit. Das hat ja ziemlich gut geklappt. Okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er weg ist, aber hey, dann ist das halt so. Damit kann ich auch leben. Und. Warte mal. Nein! Ich will das hier. Das ist natürlich auch cool, das andere, aber so Scharfschütze ist, denke ich, am Anfang immer eher am besten. Würde ich jetzt meinen. Ich glaube, da macht jetzt einen Schuss und dann machst du das. Da schon die nächste Gruppe. Warte mal, haben wir genug? Ja, ich weiß nicht. Hier haben wir 4. 18. Ach komm, ein bisschen kann man halt. Ich hätte einfach ich hätte einfach rüber tappen sollen. Rüber tappen. Einfach zum Versteck und dann wieder zurück. Ich glaube, das wäre klüger gewesen. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Okay, soll ich die auch noch angreifen? Ja, wir nehmen hier nur das Zeug und die können schon ihren Mist da machen, ist mir egal. Ich werde noch nichts auslösen. So, jetzt gucke ich mal. Ja, bitte. Ah, super. Dann gehen wir nochmal zurück. Moment, so, hier. So, kreisen. Ey, ich finde diese Option super. So sind wir geheilt und müssen nicht halt immer wieder um unser Leben bangen. Es sei denn natürlich, wir sind in so einer Hauptmission. Da, ich glaube, also wenn wir jetzt in die Basis reinkommen, denke ich, ist das dann nicht mehr so. Naja, ich mache mal kurz einen Cut. Das heißt, ich kann ja gleich mal speichern. Nutzen wir doch die Chance. Ach ne, hier, die unterstellt erstmal. So, speichern. So, und ein kurzer Cut. Moment. Sicher. So, dann schauen wir mal, was da hinten denn so los ist. Ihr seid mit euren Zahlungen im Rückstand. Ihr meint wohl, nur weil ihr in so einer Gang seid, braucht ihr Davik seinen Anteil nicht zu geben, was? Und Kundes Ching Palamule, Tonkin Ba Nunotek, Tugnin Chatukunde, Mulerabes. Ihr wollt das also auf die harte Tour durchziehen? Okay. Hallo? Tunipudu, Rana Nuprata Dunkno, Sercha. Ichua Penki! Watana Awama Mulira! Kenchun Jubashak! Nova Bule Muliraji! Junitun! Turji Chiwi Itado! Bola Una Dicek! Balamure Slimo Wanga Kun Bisching! Ich wusste, ihr würdet zur Vernunft kommen. Und jetzt verzieht euch. Schade, hatte mich schon darauf gefreut, ein paar Schädel zu spalten. Vielleicht beim nächsten Mal, Kandaris. Ich bringe das hier lieber zu Davik. Ich sage Bescheid, wenn wieder jemand mit seinen Zahlungen im Rückstand ist. Interessant. Da haben wir einen neuen Charakter. Calaris. Oder? Ach, Kandaris. Kandaris Ordo. Der wird auch nicht so uninteressant werden. Er wird eine Rolle spielen, sagen wir es so. Warum können wir hier nicht drüber? Okay, die.
dies war wohl ein Bug. Ja, schauen wir mal, was er uns so zu sagen hat. Diese Vulka sind dämlicher als eine Granitkugel von Coruscant. Die halten sich für was Besonderes, bloß weil sie zu dieser armseligen Bande gehören. Gerdan hält seine geheimen Weg zusammen, aber Brezhik wird größenwahnsinnig. Wenn David clever ist, dann gibt er diesem kleinen Wicht mal richtig was aufs Maul. Wer seid ihr? Ich muss euch ein paar Fragen stellen. Ich muss das gehen. Also ich, in der Situation würde ich jetzt nicht so doof sein und sagen, oh komm, willst du mir ein paar Fragen beantworten? Ich glaube nicht. Also wer seid ihr? Mit mir sollte man sich besser nicht anlegen und Smalltalk ist mir zuwider. Okay. Ich habe ohnehin keinen Grund mehr, noch länger zu bleiben. Ich habe eine Sondervereinbarung mit David. Bis dann. Okay. Gut. Er steht hier auf Smalltalk. Finde ich gut. Wo geht's hier hin? Apartment Unterstadt. Noch eine, also ich wusste doch, dass es zwei doch gibt. Also doch, die zwei gibt's so rum. Okay. Ich dachte, ich wäre genau hier jetzt, wo ich auf der anderen Seite war. Jetzt gehe ich weiter oder nicht? Ich gehe erstmal in die Apartments. Klappern wir eins nach dem anderen ab. Boah, immer ein paar Szenen. Chiwi aita ka tonchicha. Agi inko tune chula muri ra. Tangi wama jiko na. Tonk ipa nonku nek abog. Chiyo kaku. Kinba muri ra tonaji. Kuyami juski ichika nai. Uba baska duana chichopa muska. Jiska da soki kupa bona na chachu. Auf eure grünen Köpfchen ist eine Prämie ausgesetzt. Und ich werde sie einstreichen. Das ist der Plan. Ein paar Probleme weniger. Und die haben nichts. Toll. Ich dachte, ich könnte wenigstens ein bisschen was einstreichen. So. Wir machen erstmal wieder. Speichern. Ja, komm, machen wir hier einfach. Ja, Unterstadt. Ich könnte jetzt auch Apartments hinschreiben, aber so, jetzt das gleiche im Prinzip jetzt. Hi. Okay, ist er in der Nähe? Ja, er kann wieder. Oh, er kann ja erstmal. Erstmal ein gezielter Schuss ist, denke ich, gar nicht so falsch. Halt so, komm. Problem geklärt. 40. Boah, langsam nutze ich das. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben fast 1000. Aber wir haben auch einen Kopfkette eingeholt. Das muss man auch noch dazu sagen. Hä? Na, wie war's? Was kommt? Was ist mit euch? Ah, ich würde jetzt gerne eine Granate hinschmeißen, aber das wissen wir lieber. Und du machst. Warum hat er immer diesen Standardangriff? Das bringt doch nichts. So, okay, komm. Ich bin hier. Das muss ich getan haben. Was macht die? Ich bin hier. Die sind alle irgendwie ein bisschen verbuggt. Okay. Ich würde sagen, ich nehme auch den erstmal ins Visier. Oh ja, dann soll er den da hinten machen. Obwohl, der hat gar nicht mehr so viel. Gutes Team! Okay, Energieschild, sehr schön.
Ich habe mal keine Ruhe. Credits haben wir auch langsam eigentlich genug. Wir werden dann noch ein paar Kopfgelder einstreichen natürlich. Oh Gott, ich freue mich schon auf die dunkle Seite. Irgendwie freue ich mich da auf die dunkle Seite, weil wir können so schnell viel Geld reinholen. Das ist aber auch der einzige positive Aspekt. Der andere ist, der andere positive Aspekt ist, dass man halt alles machen kann. Aber halt natürlich doppelt so viele Feinde hat. Sicherheit wird wahrscheinlich nicht gehen. Dran! Fertig! Da haben wir sie, die Berüchtigte. Können wir dafür ein bisschen was reinholen. Es sei denn natürlich, da kommt wieder ein Quatschbär raus. Bleibt sofort stehen oder ich schieße euch mitten zwischen die Augen. Was macht ihr hier? Uns unterhalten? Ich weiß nicht, dass hier drin niemand ist. Ja, natürlich. ich bin hier, um mir das Kopfhörer von auf ihrem Kopf zu holen. Wer seid ihr erstmal? Nein, nein, nein! Ich habe den Blaster auf euch gerichtet. Ich stelle hier die Fragen. Okay. Also, was macht ihr hier? Ihr seid dumm, wenn ihr denkt, ihr könntet euch das Kopfgeld holen, das auf mich ausgesetzt ist. Jetzt werdet ihr erfahren, warum ich der gefährlichste Assassin auf Taris bin. Okay. Ansonsten kann ich mich dann ja gleich vorbereiten. Das ist jetzt einfach nur Sicherheit. Moment, ich sehe nichts. Boah, 20, cool. Da wird mir nicht jetzt so schnell was geschehen. Schauen wir mal. Das habe ich mir jetzt irgendwie schwerer vorgestellt. Aber hey, Hauptsache wir haben gewonnen. Überreste? Und was kriegen wir da? Tivernor! Verbundenes Reparaturkit oder verbessertes Reparaturkit? Adrenalinverstärker? Neuralband. Einfach nur Neuralband. Geil! Meins! Feldkiste? Da haben wir noch was vielleicht? Teile Computer sind okay, Credits ist nicht so viel jetzt. Ja? Ich wollte nicht mitreden. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich wollte nicht mitreden, du bist unwichtig. So ist es. Nein. So ist es, hat er gesagt. Nein. Tut mir leid. Das, es geht mit mir durch. Moment. Wir machen mal aber, weil er nicht mehr so viel hat. Nein! Oh, da muss er jetzt durch. Da muss er jetzt durch. Okay. Wie viel haben wir denn eigentlich? Ah, ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist gut. Seven hätten wir jetzt also auch weg. Leichte Rasmine. Warte mal, ich mach das mal lieber auf Solo. Okay, was kann ich machen? Leichte Gasmine. Mine entfernen. Mine entfernen. Ich würde die gerne aufnehmen. Nein. Ich weiß jetzt nur nicht, was, also wenn man eine Mine entfernt, ob man die dann aufnimmt. Moment, ich guck mal gerade, wie die Fähigkeiten aussehen. Hier. Sprengstoffeinsatz, platzieren, entfernen oder entschärfen Minen. Es gibt einfach, beim Entschärfen einer Mine stärkt die SK um 5 Punkte. Bei der Bergung einer Mine steckt der SK um 10 Punkte. Die Fähigkeit kann nicht ohne Training eingesetzt werden. Das heißt, ich muss das so oft wie möglich machen, damit das auch funktioniert. Okay. Dann schauen wir mal, was... Passwortgeschützzugang. Das ist ein älteres Modell, das weißt du nicht, wie das ist. Ohne die Passwort kommst du hier nicht weiter. Den Tresor ignorieren. Dann schauen wir einfach mal nach. Oder kann man das so machen? Mist. Nein. Okay. Dann schauen wir mal.
Ein elektronisches Gerät, das persönliche Nachrichten aufzeichnet, erscheint längere Zeit nicht benutzt worden zu sein und enthält eine ungelesene Nachricht. Na, dann schauen wir doch mal gleich rein. Hey, Elam. Ich nenne jetzt einfach Elam Elam. Wie ist das Leben auf Taris? Ich habe gehört, dass dein Bruder jetzt auf Tatooine in der Mine arbeitet. Hat er dir wenigstens den Wörterantrieb dagelassen? Bruder, wie heißt der Bruder? Mehr. Ich höre, du bist immer noch mit dem Blaster, den ich dir gegeben habe. Denk an das, was ich dir gelehrt habe. Du wirst es brauchen. Taris ist nicht wie Alderaan. Halt dich von Zuban fern und bewahre alles im Tresor auf. Das Ding kann niemand aufbrechen, das bald wieder von dir hören. Onkel Louis? Oh Gott. Ja. Onkel. Alderaan? Ah, ja, okay, warte mal, Moment. Eigentlich, um die Identität zu bestätigen, wie der Name deines Haustiers. Ach, das muss ich mir auch noch merken. Das war Hobby. Dein Blaster abzufallen. Onkel. Wo stammt deine Familie? Alter, und das ist eine dieser. Okay, ich muss mir das nochmal merken. Nach ich lesen. Auf Taris. Ich habe gehört, dass dein Bruder jetzt auf Tatooine. Bruder Tatooine. Okay. Ist das Leben auf Taris? Ich bin super entfernt und bewahre alles im Tresor auf. Das Ding kann niemand dort brechen, das bald. Okay. Tatooine? Das Problem ist, es wird hier nicht von irgendeinem Vieh geredet, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen. Schnapper. Onkel. Moment, erstmal, ich muss da erstmal nochmal gucken, hä? Steht hier nicht noch mehr? Okay. Ich habe gehört, dass dein Bruder jetzt auf Tatooine in den Minen arbeitet. Okay, hat er dir den Baumantrieb? Ich bin immer noch mit dem Blaster, den ich dir gegeben habe. Denk an das, was ich dir gelehrt habe. Spawn, das ist nicht wie Alderaan. Deswegen habe ich ja gedacht, Alderaan. Daher die Logik. Wenn, dann kommen die ja aus Alderaan, logischerweise. Also Alderaan, ich bin super entfernt und führe alles im Tresor auf.
Bruder vielleicht? Nee. Ich schau mir das nochmal kurz in Ruhe an. Okay, oh Gott, das tut mir leid, dass ich jetzt darin sitze. Dass dein Bruder jetzt auf der Mine arbeitet. So. Hyperraumantrieb, okay. Dann löst du noch mit dem Platz, den ich dir gegeben habe. Das war von Louis definitiv. Denk an das, was ich dir gelehrt habe. Du wirst das brauchen. Das ist nicht wie Alderaan. So. Alderaan ist also demzufolge die Heimatstadt. Also der Heimatplanet. Halt dich von dir zu entfernen und bewahre alles im Tresor auf. Das Ding kann niemand aufrechnen, das bald wieder von dir hören. Onkel Louis. Also von Louis ist das auf jeden Fall. Er hat mit ihm das theoretische Macht. Die Frage ist also, wer ist das Vieh? Ein Blast abzufeuern? Onkel. Geh ich mal von aus. Und dann müsste das Alderaan sein. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ich mache jetzt Strange Error. Sorry, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu doof. Denn es ist ganz... Die anderen beiden können eigentlich nicht so falsch sein. Was hat denn zu geben? Schnapper! Onkel Alderaan. Jetzt haben wir nur noch den Schnapper. Nein! Schnapper, Onkel. Okay, ich probiere das mal jetzt einfach aus und dann bis zur nächsten Folge, weil damit würde ich jetzt euch eigentlich nicht langweilen. Ja, dies war's jetzt mit der Überlänge. Sorry, dass ich jetzt hier mehr... Oder soll ich einfach nochmal für... Ich werde jetzt wirklich so 30 Minuten nochmal 25 Minuten ransetzen, weil ich eigentlich jetzt mehr... Keine Ahnung, die letzten 10 Minuten nur das hier gemacht habe. Oder schau mal, wie lange ich jetzt daran hier saß. Okay, ich mach mal so, ich guck jetzt einfach mal kurz und bis gleich. So, ich habe es. Es war doch... Hyperraumantrieb, Onkel und Alderaan. Also Alderaan war auf jeden Fall richtig. Oh Gott, ich will es nochmal zeigen. Ich will es nochmal zeigen, daher werde ich nochmal den letzten Speicherpunkt am besten laden. Ich habe wirklich einfach Try and Error betrieben und zwar war das dann einfach Hyperraumantrieb, Onkel, Alderaan. Hat er wenigstens Hyperraumantrieb da gelassen. Warum nennt man sein Tier Hyperraumantrieb? Warum? ich habe einfach Erfahrungspunkte bekommen, das ist super. Versiegelte Kiste. 100 Credits. Republikanische Rüstung, Blasterpistole. Wow. Okay, das ist echt nicht schlecht. Das kann man auch mal direkt anschmeißen. Ist das besser als die 5? Rüstung leicht. Ist auch leicht. Ausrüstung, Panzerung. Okay, und was ist hier? Ausrüstung, Panzerung.
Okay, die Republik verdankt ihre militärische Stärke der flächendeckenden Versorgung ihrer Truppen mit Modularpanzern. Dadurch sind die Soldaten auf verschiedene Situationen perfekt vorbereitet. Aber das ist immer noch besser. Hat maximal Geschicklichkeitsbonus plus 5 und hier ist es nur plus 4. Also bleiben wir doch bei plus 5. Das, ne? Hier, man sieht es auch direkt hier. 14, 5. Was? Wow, das macht ja richtig viel Unterschied. Yes. Okay. Also, Moment, wenn ich jetzt das hier reinschmeiße. Sie mich eigentlich verarschen. Komm, dann hält sie die Echani-Rüstung, dann kriegt er die. Oder sieht das besser aus? Moment. Ich guck mal einfach mal. Oh, das sieht tatsächlich besser aus. Nee. Dann gehen wir das andere. Warte mal, wir machen erstmal wieder den Solo-Modus aus. Hä? Nein, möchte ich nicht. So, und dann gebe ich was? Ihm. Obwohl die Gang natürlich auch nicht schlecht aussieht. Aber ich gebe ihm jetzt einfach die. So, den kann ich dann verkaufen, denke ich mal. Oder den nächsten geben, weiß ich nicht. Und irgendwie ist die einfach der Echani. Hier, komm. So. Wozu ist das jetzt gut? Erhöht durch die elektronische Verstärkung festgelegte Denkmuster, das benutzt das für republikanische Seiten, wenn das nur reifermanische Schatz auf das Schocki. Windstärke plus 2. Boah, weiß ich nicht, was das jetzt für einen Unterschied macht. Also hier irgendwie keinen großen. Bei ihr. Oh, da gebe ich Ihnen das. Warum kann ich ihnen das jetzt nicht geben? Gebe ich ihnen das, dann ist das toll. Sie will ich jetzt nicht hier mit sonst viel Zeug zu ballern. So, bei ihr. Sie hat den Tarnfeld und dann geben wir ihnen hier den Adrenalin. Ja, komm. Machen wir so. Ich glaube, das Tarnding kann ich am Ende dann unterm weghauen. Okay, schließen. Was? So, dann machen wir nur noch eine Sache. Wir gehen. Ist momentan nicht verfügbar. Warum? Wahrscheinlich, weil das hier so wie in so ein Kampfgebiet ist. Gehe ich mal von aus. Oh Mann, diese Hose. Okay. Gut. Ja, da, ja, wie gesagt, da müssen die Charaktere durch, aber viel ist ja glücklicherweise nicht mehr. Ich glaube, es sind vielleicht nur noch ein oder zwei Apartments und dann war es das auch schon wieder. Ja, würde ich meinen, dies war es erstmal von der 60. Folge. Das war jetzt eine sehr lange Folge. Ich hoffe, das ganze Prozedere, auch wenn dazwischen auch viele Rätselei und hier am Anfang noch Erklärerei war, hat euch gefallen. Euer Luxaver. Bis zur nächsten Folge, die dann wieder Standard, bis ich 25 Minuten haben wird. Bis dann.